Hey Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge RIM. So, in der letzten Folge haben wir unsere zwei Schlüssel gefunden, die wir, denke ich mal, hier einsetzen müssen. Und was jetzt hier passiert, das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall an. Ich denke mal, dass auf jeden Fall hier die Wand irgendwie aufgeht oder so. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Okay, dann geht die Wand auf. Okay, zeigt uns den Weg nach oben. Ah, ist wieder zurückgekommen, oder? Warte mal, ich mach nochmal. Und geh mal gleich hinterher. Alles klar. Okay, und hier scheint es wieder ein Rätsel zu geben. Ich mach einfach mal. Okay, ich denke mir mal, dass ich mit dem Ding hier übertragen kann. Also, dass der das Signal weiterleitet. Hä? Lass mal hier stehen. Oder müssen wir den komplett daran schieben? Irgendwas passiert hier, aber was? Ah, jetzt, lalalalalala. Okay. Was machst du jetzt? Okay, ich muss schauen. Ich muss schauen. 1, 2. Okay, die müssen aufbleiben. Sonst funktioniert das nicht. Wenn wir 2 aufkriegen, wäre es natürlich geil. Thank you.
irgendwie. Warte mal, der Schatten geht so. Wir können praktisch gar keine drei auf einmal, oder? Alter. Aber das ist doch jetzt eigentlich nur diese eine Statue hier, oder? Ich krieg doch nie raus, Leute. Das ist zu schräg. Das muss... Wie gesagt, ich bin kein Speedrunner. Ich mache das in Ruhe. Aber ich habe keinen Plan, was ich hier machen muss. Hä? Alter, sind alle drei offen. Okay. Schwein gehabt. Das war eher Zufall.
So, was müssen wir jetzt hier jetzt machen? Ich denke, wir müssen jetzt irgendwas raufschieben hier. Wir schauen noch mal, ob es hier irgendwas gibt. Oh ne, hier verrecken wir. Irgendwas müssen wir hier raufschieben. Okay, das war's nicht. Aber oben geht's hier oben noch irgendwie weiter. Können wir doch nichts machen, oder? Ne, hier fehlt irgendwie was. Irgendwas müssen wir darauf. Oder wenn wir so durchschauen, gibt's auch nicht. Wir müssen da irgendwas raufschieben. Warte mal, ich schau mal hier runter. Gibt's hier noch vielleicht irgendwas? Können wir mit dem hier was machen? Nee, können wir nicht machen. Muss irgendwas draußen sein, was ich darauf packen kann. Ah, da oben habe ich was gesehen. Na, da ist es. Runter, 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 runter. Okay, muss ich schnell sein. Warum geht denn da nicht hoch? Okay, hier sterben wir. Ah, okay, 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 okay. Hab's gesehen. Alles klar. Hier kann man sich verstecken. Okay, somit haben wir hier unsere Ruhe schon mal. Hier geht's nicht weiter. Jetzt liegt ja schon mal da unten, okay. Dann schieben wir den noch mal jetzt hier rein. Das bringt mir doch nichts, oder? Nee, hoch soll's, hoch.
Okay. Somit können wir jetzt hier schwimmen, ohne dass uns das komische Vogelvieh erwischt. Okay, da geht's nicht durch. Und können wir jetzt hier hoch? Hier können wir uns schützen. Klar. Damit müsste es jetzt schon eigentlich, wenn das rausziehen, müssen wir es schon haben. Außer der holt uns davor. Vieh, hau ab. Kriegst gleich noch einen Blitz drauf. Bäm. So, Leute. Dann würde ich sagen, drittes Windrad aktiviert. Somit müssten wir jetzt eigentlich alle Windräder haben und könnten uns jetzt normalerweise die Kugel holen. Das schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin muss. Da drüben. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird spannend. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kommentar oder auch Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.